Wie kannst du schon so machen? Er hat noch nichts gemacht, außer sein Haar ein bisschen gewuschelt. Aber ich finde, der Pulli verrät schon was. Der Pulli verrät, dass er nachhaltige Kleidung trägt. One, two, three, four. So. Alter. California love. Nein, Alter, das ist Senorita. Meine Moko Chica. Ah, ich hab Angst, der Rap. Jetzt ich bin dabei. Ich laufe hinter mir. Der Rap. Ich bin vorne und unten. Jeder anderen Seite laufe ich rum. Scheiße, ich aber glaube, wenn der wirklich rappt und dazu und den Politiker... Ja, der rappt und sieht aus wie so ein Theologiestudent. Dann kriegt der sehr oft aufs Maul, Leute. Na, aber das ist eigentlich ein Biggie-Pulli, aber nicht der Originale. Ach. Weißt du, Notorious B.I.G. Seid ihr die Schwestern? Und die wir Schwester. Beide. Also das, was er an Klamotten nicht bekommt, bekommen seine Schwestern. Warum habt ihr ihm nicht einen anderen Pulli rausgelegt? Das war jetzt schon die dritte Fickbewegung in 30 Sekunden. Ja, selbstbewusst ist er. Ich bin verunsichert, ob des Pullovers. Er hat richtig drauf. Einfach zieh. Er hat richtig drauf. Einfach zieh. Also zieh, dann zieh halt. Okay. Ich würde jetzt auch noch nicht ziehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Leute, ich hätte nie gedacht, dass mich ein Pullover so beeindruckt. Jagen uns um die Erde wie Godzilla. Wir bedrohen jede Religion noch schlimmer als Fernsehen. Denn unser Sound schockt immer in Berlin. Bisschen außer Atem ist er schon. Sieht aber auch Frau Müller weiß, in New York sind wir dicker als ich. Sieht in Paris. Bisschen mehr Cardio machen. Und Marlena Wings, die sagte Kenneth, ich bin ein Berliner. Baby, schwing dein Teil. Teile schwingen, Typen find's geil. Na 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 na, na na na. Ich liebe es, da keine Luft. Also mega Performance. Frage. Sorry, aber dein Pullover hat mich wirklich abgelenkt. Gab's alles cool. Gab's Sauerstoff unter der Kuppel oder warum warst du so außer Atem jetzt? Nee, das bin ich so oder so. Das hängt nicht vom Pullover oder von der Kuppel ab. Ich safte generell so viel. Das wäre schon der erste Songtitel, oder? Ich safte generell so viel. Da könnte ein bisschen weird rüberkommen, ne? Ich weiß ja nicht. Nein, aber... Wie heißt du? Darko ist mein Name. Der Name ist auch geil. Wo kommst du aus? Kroatien. Kroatien. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich finde den Pulli cool. Ja, ja? Warum hast du dich gezogen? Es geht ja nicht um Pullis hier. Ach so. Also ich fand den Pulli super. Deine Stimme klang gerade total nice. Aber ich konnte es, weil du außer Atem warst, nicht mehr einschätzen. Mann, ey, da hätte eigentlich alles gepasst, ne? Ja. Schade. Also ich finde, das Ding ist so, ne? Wenn die zwei deinen Pulli nicht mögen, hast du alles richtig gemacht. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Darko. Dankeschön, Dankeschön. Hey, war die Familie jetzt enttäuscht? Ich weiß nicht, ob die enttäuscht waren. Also wenn er Talent hat, wird er seinen Weg so oder so machen. Ich glaube, der hat eine coole Stimme gehabt. Aber was habt ihr für ein Problem mit dem Pulli? Der war doch nice. Nein, ich hatte kein Problem mit ihm. Ich fand den einfach nur hässlich. Den Pulli. Ich fand ihn einfach geil. Der ist bunt, das Muster ist nice. Und ja, das spiegelt mich einfach ein bisschen wieder, ne? Ein bisschen anders, aber ich würde sagen vielfältig ein bisschen. Aber ja, einfach, weil er mir gepasst hat.